Dorian hat eine ziemlich große Bedeutung im japanischen Denken, in der japanischen Geschichte. Er gilt als der Gründer der Soto-Schule des Zen, also einer der beiden großen japanischen Richtungen. Er ist nicht der Gründer, er hat sie eigentlich nach Japan gebracht von China. Wobei er selber auch gesagt hat, dass er eigentlich am Zen an sich kein großes Interesse hätte. Dass es ihm nicht darum geht, eine weitere Zen-Schule zu gründen. Und er gilt als einer der sehr wenigen und einige meinen der einzige originale Denker Japans, der sozusagen eigene Gedanken formuliert und hatte. Man kann ihn sehen als einen sehr großen Essayisten. Seine Hauptwerke sind Sammlungen von Essays, von kurzen Aufsätzen. Seine Schriften sind nicht systematisch, sind Sammlungen von ja, Aufsätzen und Zitaten von ihm. Mir ist kein Buch von ihm untergekommen, wo man sagt, systematisch, das ist seine Lehre. Also hier was, dann da was, dann wieder was über, wie man im Kloster leben sollte, dann wieder was über die Vollkommenheit von Weisheit, wie man mit sich zur Meditation hinsetzt. Ist immer so ziemlich gemischt. Und das wird wahrscheinlich auch in diesem Vortrag deutlich werden. Ich fand es sehr schwer, seine Lehren einfach zu gliedern. Zu seiner Lebensgeschichte. Er wurde 1200 geboren. Und das war eine Zeit, also er lebte zeitgleich mit einigen der sehr bedeutenden japanischen Buddhisten, wo neue Richtungen gegründet wurden. Um die Zeit wurden einige neue buddhistische Schulen in Japan eingeführt oder gegründet. Es war damit auch eine Zeit von großer politischer Unruhe. Es schienen die üblichen Streitigkeiten zu sein zwischen König und Adel. Es überall auf der Welt gab, wo es Monarchien gab. Sein Vater war ein mächtiger Adeliger und seine Mutter war die Konkubine dieses Adligen, also seine Geliebte. Sein Vater war natürlich als mächtiger Adeliger in diverse Intrigen verstrickt und ist gestorben, als Dogen 2 Jahre alt war. Vermutlich wurde er ermordet innerhalb dieser Palastintrigen, was da alles ablief. Nach seinem Tod ist seine Mutter mit ihm in ein Landhaus in die Vorstadt von Kyoto gezogen. Kyoto war damals die Hauptstadt. Und die haben da recht verarmt gelebt. Als er 8 war, starb seine Mutter. Und es das heißt, dass das ein sehr starkes Erlebnis für ihn war. Als er bei der Begräbnisfeier den Weihrauch aufsteigen sah, hat er zutiefst die Vergänglichkeit aller Dinge gesehen. Und dabei den Entschluss gefasst, den wahren Weg zu finden und Erleuchtung zu erlangen, Erleuchtung zu streben. Das war der Moment, wo er einen sehr starken Entschluss spürte, Erleuchtung zu erlangen, ein buddhistisches Leben zu führen. Und es das heißt, danach wankte sein Entschluss nie mehr. Ja, danach war es völlig klar, was er machen wollte. Kurz vor ihrem Tod hat seine Mutter ihn auch gebeten, Mönch zu werden. Er wurde von seinem Onkel weitererzogen, ist in das Haus seines Onkels geraten, der ein sehr bekannter Dichter war und ihn mit japanischer Dichtkunst vertraut machte, die Dogen sehr liebte. Ja, also Zeit seines Lebens hat er japanische Dichtkunst gemocht, auch Gedichte geschrieben. Ich habe dazu später ein bisschen, wie er das mit dem Buddhismus verbindet, er hat ja einiges darüber gesagt. Aber was er selber über sich sagte, war, als ich jung war, liebte ich Literatur, die nicht direkt mit dem Buddhismus zu tun hatte. Auf sein starkes Drängen hin wurde er im Alter von 13 Jahren ordiniert. Und studierte zuerst die Lehren der Tendai-Schule im japanischen Buddhismus. Damals gab es in Japan 2 große buddhistische Richtungen. Das war Tendai-Buddhismus aus dem chinesischen Tiantai, die sehr groß, mächtig und verbreitet waren. Ja, und eine sehr komplizierte philosophische Schule des Buddhismus war. Die berufen sich zum großen Teil auf das Weiße Lotus-Sutra. Nee, ja, das Weiße Lotus-Sutra. Die andere Schule, die es damals gab, mit der Dogen, soweit ich weiß, keinen Kontakt hatte, war Shingon. Das ist sowas wie die japanische Variante vom tantrischen Buddhismus. Also verwandt oder ähnlich dem tibetischen Buddhismus. Er war in einem der größten Klöster, die es damals gab, und damit auch der mächtigsten Klöster. Und es gab einiges, was ihn störte. Er hatte einige Probleme. Das eine war eine Frage. Und eine Eigenschaft von Dogen war, dass er die Fähigkeit hatte, die richtigen Fragen zu stellen. Das ist so der Anfang von Weisheit, das ist so eine wichtige Eigenschaft überhaupt. Wenn ich die Antworten weiß, dann muss man weiß, wie man die richtigen Fragen stellt. Die Frage, die er hatte, war, Tendai-Buddhismus lehrt, alle Wesen haben die Buddha-Natur. Warum, und haben schon die ursprüngliche Erleuchtung, warum mussten alle Buddhas sich dann bemühen, Erleuchtung zu erlangen? Ja? Die Frage konnte ihm keiner beantworten. Die haben nur gelehrt, alle haben Buddha-Natur, aber irgendwie müssen wir trotzdem praktizieren und das ist natürlich ein Widerspruch. Das andere, was ihn störte an dem Ort, war die Habsucht und der Zank der Mönche auf dem Berg. Dieses Kloster hatte übrigens auch sehr gefürchtete Mönchsarmeen, die eingesetzt wurden, um so die Bedürfnisse des Klosters durchzusetzen. Also wenn irgendwie man was haben wollte, dann sind die halt in die Hauptstadt gezogen, ja, mit ihren Scharen von bewaffneten Mönchen und dann haben die gekriegt, was sie wollten. Sie wurden auch später in Bürgerkriegen eingesetzt, diese Mönchsarmeen. Er hat dieses Kloster verlassen und kam zu einem weiteren Kloster und der Abt dieses Klosters hat auch die Tendai-Schule
verlassen, weil ihm zu intellektuell war und zu komplizierte Philosophie hatte. Und dieser Abt lehrte oder praktizierte reinen Landbuddhismus, der damals auch schon in Japan aufkam. Die Hauptpraktik besteht darin, den Buddha Amitabha anzurufen. Also es ist eine reine Vertrauenspraxis, Vertrauen in den Buddha Amitabha. Und dieser Abt des Klosters empfahl Dogen, zum ersten Zen-Kloster in Japan zu gehen, Kenin-ji, wo Eisai gerade erst Rinzai-Zen von China nach Japan gebracht hatte. Also damals gab es keinen Zen-Buddhismus in Japan. Zen-Buddhismus kam oder wurde in China gegründet, wenn man so will, im 5. oder 6. Jahrhundert von Bodhidharma, der eine halb legendäre Gestalt ist. Man weiß nicht, ob er gelebt hat, oder ob er halb legendär ist, aber er gilt als der Gründer vom chinesischen Zen-Buddhismus. Bilder von ihm zeigen ihn immer, wenn man Bilder sieht von ihm, man erkennt ihn daran, er hat immer sehr große Augen. Das ist der Zen-Meister mit den groß aufgerissenen Augen. Der Grund ist, dass er Meditation anscheinend mit Müdigkeit zu tun hatte und sich deswegen die Augenlider abgerissen hatte, um nicht einzuschlafen. Um die Geschmacklosigkeit weiterzuführen. Einer Legende nach ist daraus Tee entstanden, diese Augenlider. Also seit dem 5. und 6. Jahrhundert gibt es Chan- oder Zen-Buddhismus in Japan, in China. Und da gab es auch die verschiedensten Richtungen, die haben sich aufgespalten in 5 verschiedene Richtungen. Und damals, so 13. bis 12. Jahrhundert, fingen die ersten Japaner an, dann Chan- oder Zen-Buddhismus nach China zu bringen. Und das erste, was nach Japan kam, war halt Rinzai-Zen, also die andere große Schule des japanischen Buddhismus. Das ist die Richtung, die sehr viel mit Koans arbeitet. Ja, also im Rinzai-Zen scheint die Hauptpraktik Koans zu sein. Das sind so quasi Probleme, die man nicht lösen kann, die man aber lösen muss. Ja, bekannt sind sowas wie das Klatschen einer Hand, hat ein Hund Buddha-Natur und solche Rätsel. Ja, dein Hund hat Buddha-Natur. Also er ist in diesem Kloster gegangen und es ist unsicher, ob er den Gründer des Klosters wirklich traf. Wen er auf jeden Fall traf, war sein Schüler Myosen, der Nachfolger von dem Eisai, der wurde dort Abt. Das war gegen 1215. Und mit ihm hat er eine sehr enge Freundschaft geschlossen. Und die beiden verstanden sich auf Anhieb sehr gut. Das ist vielleicht auch eine Eigenschaft von Dogen. Er hat es immer geschafft, gut Freundschaften zu schließen mit anderen Leuten, anderen Lehrern und auch mit seinen Schülern. In dem Kloster, wo Myosen Abt war, wollte Myosen an sich nur Zen praktizieren. Aber das ging nicht, weil er dann Probleme hatte mit dem Tendai-Establishment. Also musste er beides lehren. Ja, also sozusagen ein Kloster, da wurde Tendai praktiziert, die Staatskirche oder eine der reichsten, einflussreichsten Richtungen, und dieses neue Zen, was gerade erst nach Japan kam. Wurde also beides praktiziert. Dogen fühlte sich selber immer mehr vom Zen angezogen. In dieser Zeit wurden einige von Dogens Verwandten im Rahmen weiterer Intrigen getötet oder verbannt, was so seine Entschlossenheit zu praktizieren nur noch stärkt. Und er wollte nach China. Also er wollte nach China gehen, das Ursprungsland des Chan, des Zen, und dort halt lernen. Und er bat den Abt und seinen Freund Myosen, nach China reisen zu dürfen. Und Myosen erlaubte es ihm nicht nur, er entschloss mitzugehen. Ja, also wir haben beschlossen, gemeinsam nach China zu gehen und dort Zen-Buddhismus oder Chan-Buddhismus kennenzulernen. Zu dieser Zeit war der Lehrer von Myosen, Myoyu, schwer krank, lag im Sterben und bat ihn, die Reise aufzuschieben. Und das Problem war, was sollte Myosen machen? Sollte er nach China gehen oder sollte er seinen Lehrer pflegen? Und alle, auch Dogen, rieten ihm dazu zu bleiben. Er könnte ja später immer noch nach China gehen. Das hat er aber nicht getan. Ja, Myosen sagte, wenn ich hier bleibe, nütze ich ihm letztendlich auch nicht viel. Ja, besser wäre es, wirklich zu praktizieren. Und das kann ich am besten in China. Er hat etwas sehr Unpopuläres gemacht. Die beiden Mönche verließen das Kloster und machen sich auf die Reise nach China. Das war eine lange und gefährliche Schiffsreise. Ja, das Meer ist da recht stürmisch. Und Dogen war auch ziemlich seekrank, also spricht davon, dass er ziemlich gelitten hat während dieser Reise. Sie kamen in China an. Myosen verließ sofort das Schiff und suchte verschiedene Klöster auf, bis er auf Berg Tendo kam. Dogen blieb 3 Monate auf dem Schiff. Ich bin nicht ganz sicher, warum. Also ich habe verschiedene Gründe gehört davon. Ein Grund könnte sein, dass es mit so chinesischer Bürokratie und Einreisebestimmungen zu tun hatte. Er durfte nicht rein. Ja, es braucht so lange, bis er rein durfte. Der andere war, dass er einfach nur kurze Ausflüge gemacht hat zu verschiedenen Tempeln in der Umgebung. Aber er blieb 3 Monate auf dem Schiff. Und was er vom chinesischen Zen sah, hat ihn auch nicht beeindruckt und er war auch davon enttäuscht. Also das Benehmen und die Auffassung der Mönche waren ihm viel zu weltlich. Er war eigentlich schon kurz davor, nach Hause zu fahren wieder.
Dann begegnet er einem alten Koch, der von einem entfernten Kloster kam, das ist die Legende, die Geschichte, zum Schiff kam, um japanische Pilze zu kaufen. Das war so der Klosterkoch. Und Dogen war von ihm sehr beeindruckt. Dann hat den Koch gefragt, warum er denn diese blöde Arbeit machte, da Pilze kaufen, kochen und das Ganze, statt Schriften zu lesen und zu meditieren. Und was der Koch sagte, das ist meine Praktik. Ja, hier, das ist Kochen, Pilze kaufen, das ist meine Praktik. Und er war sehr beeindruckt von ihm. Und Dogen ging dann zu einem dieser größten und berühmtesten Zen-Klöster Chinas, auf Berg Tendo. Dort war Dogen aber auch wieder enttäuscht, weil der Abt zu viel Wert auf Geld und Ansehen legte. Das scheint irgendwie wiederkehrendes Thema zu sein. Und er verließ Tendo und hat verschiedene Klöster besucht. Kehrte dann aber nach Tendo zurück, zu diesem ersten Kloster. Da war auch sein Freund, Myosen. Inzwischen ist der Abt gestorben und es gab einen neuen Abt. Er hieß Rujing oder Nyoyo. Ich muss sagen, ich blicke mit den Namen nicht ganz durch. Wir haben verschiedene Namen. In verschiedenen Schriften finde ich für dieselbe Person verschiedene Namen. Aber es gab diesen neuen Abt, der sehr berühmt war. Und dieser Abt war sehr streng. Und er hatte nur Interesse an den entschlossensten Schülern. Damals wurde es anscheinend auch üblich, die Regeln für die Mönche etwas zu lockern. Ja, man weniger meditieren sollte, mehr auf sich aufpassen sollte und so. Ja. Sanft zu sich sein. Das hat er auf keinen Fall mitgemacht. Ja, also war streng dabei, es wurde meditiert von 3 Uhr morgens bis 11 Uhr nachts. Die Zeit, wo die Mönche auf waren und praktiziert haben. Der Abt selber ist um 1 Uhr morgens aufgestanden und hat meditiert. Und wieder dieser Abt, Nyoyo oder Rujing und Dogen haben sich sofort gut verstanden und eine Freundschaft geschlossen. Nyoyo erkannte sofort die Entschlossenheit Dogens und nahm ihn sofort als Schüler auf. Was auch nicht selbstverständlich ist, weil Dogen war Ausländer, war ein Fremder. Und das Chinesische war damals sehr stolz auf sich, reich der Mitte. Ja. Ich glaube, Kultur ist, alle anderen sind Barbaren, so die Einstellung. Hat ihn aufgenommen. Und es ging so weit, dass er Dogen erlaubte, immer wenn er irgendwelche Fragen hatte, dürfte er zu ihm kommen. Zu jeder Tages- und Nachtzeit, auch ohne formelle Roben. Also er braucht sich nicht an Formalitäten halten, die damals in den Klöstern sehr streng waren natürlich, ja. Er braucht sich nicht an irgendwelche Formalitäten halten. Immer wenn er irgendeine Frage hat, könnte er sofort zu ihm kommen. Dogen fiel ihm auch dadurch auf, dass er die richtigen Fragen stellte. Ja? Zum Beispiel die Frage nach der Robe. Also Zen spricht sehr viel von dieser Übertragungslinie und das fing damit an mit dem Buddha natürlich, dann der erste Zen-Patriarch, der von Zen benutzt wird, oder auf den sich Zen beruft, ist Kassapa. Und das heißt, der Buddha hätte Kassapa eine Brokatrobe gegeben, eine sehr wertvolle Robe. Dann ist Dogen der Widerspruch aufgefallen, wie kann der Buddha Kassapa diese sehr wertvolle Robe geben, wo doch alle Zen-Lehrer davon sprechen, man sollte arm leben und einfache Roben haben. Und Nyoyo war begeistert von der Frage. Also die meisten wissen gar nicht genug, diese Frage überhaupt zu stellen. Also Dogen war jemand, der Widersprüche sah und deswegen die richtigen Fragen stellte. Die Praktik, die gemacht wurde, war nur Meditation anscheinend. Fast nur Meditation. Wie man dort meditiert hat, da sage ich gleich was zu. Wenn ich mit der Lebensgeschichte durch bin, dann komme ich mehr auf die Lehren von Dogen. Und es gab eine Episode, das war 1225. Dogen war 25 Jahre alt, als sie dann im Kloster saßen. Und ein Mönch, was nicht verwunderlich ist, einschlief. Und der Abt ihn schlug und schrie, beim Sazen sind Leib und Geist abgefallen. Wieso schläfst du? Und das ist also der berühmteste Zitat aus dem Zen-Buddhismus. Lass Körper und Geist fallen. Als er das hörte, lass Körper und Geist fallen, hat Dogen Erleuchtung erlangt. Daneben saß sozusagen. Er blieb noch 2 weitere Jahre bei Nyoyo. Und sein anderer Freund Myosen, mit dem er aus Japan gekommen war, starb inzwischen. Dann 1227 ging Dogen nach Japan zurück. Und sein Lehrer verabschiedete ihn mit den Worten: Wenn du nach Japan zurückkehrst, arbeite daran, den Geist aller Menschen im ganzen Land zu erleuchten. Lebe nicht in der Nähe der Hauptstadt oder bei reichen und machtvollen Personen. Meide Herrscher, Minister und Generäle. Bleibe tief in den Bergen, abseits von weltlichen Geschäften und widme dich ganz der Entwicklung junger Mönche, auch wenn du nur einen Schüler hast. Setze der Übertragung, die ich dir gegeben habe, keine Grenzen. Also hat ihm quasi den Auftrag gegeben, zu lehren. Dogen ging zurück nach Japan mit der Asche seines Freundes, der dort beigesetzt werden sollte. Und es heißt, er kam mit leeren Händen zurück. Also er kam zurück mit nichts, außer dem, was er gelernt hat.
Es gab damals viele Buddhisten, die nach Japan irgendwas zurückbrachten, Kultgegenstände, Texte. Also man spricht immer von buddhistischen Pilgern, die nach China gingen, nach Indien gingen oder Texte mitbrachten. Dogen sagt, er hat nichts mitgebracht. Er hat einfach nur das mitgebracht, was er gelernt hatte, die Praktik. Keine irgendwie Texte oder Schriften, Kultgegenstände, irgendwas. Also Dogen kam mit leeren Händen zurück. Er kehrte zu dem Kloster zurück, wo er herkam, Kenin-ji, und schrieb dort sein erstes wichtiges Werk, aus dem ich gleich zitieren werde, der Fukansa Zengi. Auf Deutsch sowas wie allgemeine Empfehlung des Sazen. Sazen ist Zen-Meditation. Und manche halten das für sein Hauptwerk und alles andere ist ein Kommentar zu diesem Text. In dem Kloster geschah das, was schon öfter passiert ist in der Lebensgeschichte. Dogen war sehr enttäuscht, aus den üblichen Gründen. Ja, also dort wurde es schlimmer. Moral und Disziplin haben sich verschlechtert und die Mönche sind faul, gierig und streitlustig geworden. Schon das wiederkehrende Thema bei ihm. Er erhielt außerhalb die Nachricht vom Tod seines Lehrers in China und er fühlte, dass er nun sein Versprechen erfüllen musste und mindestens einen Schüler haben sollte. Er zog dann 1230, also mit 30 Jahren, einen kleinen Tempel und hat einfach weitergeschrieben, also den Bendova, die Darstellung des buddhistischen Weges, was so als das zweite Hauptwerk von ihm gilt, also ein Kommentar ist im ersten Werk. Er hatte viele Schüler, musste 1233 in ein größeres Kloster ziehen. 1234 wurde Eyo sein Schüler, das war sein Nachfolger auch, und er wurde bekannt oder er ist bedeutsam, weil er eines der wichtigsten und zugänglichsten Werke Dogens aufschrieb, den Shobogenzo Suimonki. Das so das Buch ist, wenn man sich für Dogen interessiert, was auf Deutsch übersetzt ist und was man lesen kann, was verständlich ist. 1236 gründete er das erste unabhängige Zen-Kloster Japans. Und in den folgenden 10 Jahren war das seine fruchtbarste Zeit. Ja, er hat sehr viel geschrieben. Das bedeutendste von ihm ist der Shobogenzo. Das ist in der deutschen Übersetzung 3 solcher Bände, die jeder recht teuer sind, muss ich sagen. 3 Bände, einfach eine Sammlung von Aufsätzen zu den verschiedensten Themen. Er hat sich also zu verschiedensten Themen geäußert. Und wir sind nicht systematisch, aber sind teilweise sehr gute Essays. Also wenn man gute Essays mag, ist Dogen genau richtig. Er schreibt gut, ist unterhaltsam. Ja. Ja, das ist eine Sammlung von Essays, die er im Laufe der Jahre geschrieben hat. Es gab natürlich Feindseligkeiten der benachbarten Mönche. Und deswegen musste er dann wegziehen und hat 1245 ein weiteres Kloster gegründet, das Eheji, was bis heute das Hauptkloster der Soto-Schule des Zen ist. Ja, also das Kloster, das er gegründet hat, ist bis heute, glaube ich, soweit ich weiß, das Hauptkloster dieser buddhistischen Zen-Richtung. Dann seine letzten Jahre, hat er einfach im Kloster verbracht, lehrend. Er hat 1247 eine Reise unternommen, hat verschiedene Laien gelehrt, unter anderem einen befreundeten General, und kehrte dann nach 6 Monaten zurück. Er ist dann erkrankt und im Alter von 53 Jahren gestorben. Das ist sein Leben, ein bisschen was über seine Lehren. Und es ist schwer, dabei systematisch vorzugehen, weil er hat auch nicht systematisch geschrieben. Und ich musste immer versuchen, dieses Japanische und Chinesische quasi innerlich zu übersetzen in indo-tibetischen buddhistische Sprache, die mir geläufiger ist. Also sein Hauptwerk ist dieser Fukansa Zengi, allgemeine Empfehlung des Sazen. Der ist nicht sehr lang, der Text, doch daraus zitieren. Und es ist eine Mischung daraus, warum man praktiziert und ganz praktisch, wie man es tut, sogar wie man sitzen soll. Das ist sogar Empfehlung für Sitzhaltung. Für Sazen ist ein stiller Raum geeignet. Esst und trinkt in Maßen. Verwerft alle Verpflichtung und gibt alle Dinge auf. Denkt nicht, dies ist gut, das ist schlecht. Seid nicht parteiisch, nicht für noch gegen. Haltet alle Bewegung des bewussten Geistes an. Urteilt nicht mit Meinungen und Erwägungen. Beabsichtigt in keiner Weise Buddha zu werden. Das Sazen, von dem ich spreche, ist nicht die gängige Lehre von der Meditation. Es ist nichts weiter als der Dharma von Frieden und Glück, die Übung, Verwirklichung vollkommener Erweckung. Sazen ist eine Offenbarung der letzten Wirklichkeit. Schlingen und Netze können sie nicht einfangen. Wenn ihr das einmal im Herzen begriffen habt, werdet ihr sein wie der Drache, wenn ihr das Wasser erreicht, und wie der Tiger, wenn er die Berge durchstreift. Wenn dem so ist, so besagt es wenig, ob man intelligent ist oder nicht. Es gibt keinen Unterschied zwischen dumm und klug. Die Bemühung, ganz und gar konzentriert zu sein, bedeutet in sich schon den Weg zu bewältigen. Die Übung, Verwirklichung ist ihrem Wesen nach rein. Und dann den Schluss noch. Ihr habt die einzigartige Gelegenheit, menschliche Gestalt anzunehmen. Vertut nicht eure Zeit.
Ihr tragt euren Teil der Essenz des Buddha-Weges in euch. Wer würde sich da noch an Funken aus einem Kiesel erfreuen? Form und Substanz sind wie der Tau auf dem Blatt. Das Schicksal wie ein Blitz, verschwunden im Nu. Das ist ein paar Zitate aus seinem Hauptwerk, der nicht sehr lang ist. Wenn ich es richtig verstehe, ist die Hauptpraktik beim Meditation, wie Dogen sie lehrte, dass man nicht sitzt, um Erleuchtung zu erlangen, sondern dass Praktik und Erleuchtung dasselbe sind. In dem Moment, wo man in der richtigen Sitzhaltung sitzt, ist man quasi erleuchtet. Ich weiß nicht, ob das ein bisschen weit geht, diese Einstellung, wahrscheinlich. Aber ich denke, es kann hilfreich sein, es mal so zu sehen, gegen unheilsame Tendenzen das Ziel in weiter Ferne zu sehen. Ja? Man sagt, was ich hier mache, hat schon mit dem Ziel zu tun. Allein die Sitzhaltung. Es ist auch auffallend, dass im Soto, also in der Schule von Dogen, von Erleuchtung nicht viel die Rede ist. Ja, man kann sagen, Rinzai Zen, der bekannteste Autor, den wir kennen, ist Daitetsu Suzuki, wenn es vielen Bücher über Zen gibt, schreibt sehr viel über Erleuchtung, also Satori. Und das ist Ziel im Rinzai Zen. Im Soto Zen spricht man nicht über Erleuchtung. Also die haben da einfach, das Thema kommt nicht vor. Ja, oder nur mal am Rande. Weil man praktiziert ja nicht, um Erleuchtung zu erlangen. Und wie gesagt, alles, was dann folgt, sind einfach Kommentare dazu. Übrigens, ein chinesischer Zen-Lehrer des letzten Jahrhunderts, einer der Lehrer von Zhangrakshita, ich habe mal nachgelesen, was er zur Zen-Meditation zu sagen hat, hat gesagt, eigentlich ist es keine Meditation und man kann es nur machen nach sehr viel jahrelanger Vorbereitung. Er hat dann gesagt, was er von modernen Zen-Gruppen hielt, dass sie einfach viel zu schnell vorgehen. Und hat gesagt, solche Praktiken, sowas kann man erst machen, wenn man sehr lange andere Praktiken gemacht hat. Ja, nochmal mehr zu Ihnen. Das ist die Grundlehre Dogens. Ja, das, was er, der Kern seiner Lehre ist, richtiges Meditieren, richtiges Sitzen. Eine Eigenschaft von ihm, die vielleicht manche für die wichtigste halten, ist, dass er ein sehr kreativer Denker war. Ja, ich sagte schon, dass er geschafft hat, die richtigen Fragen zu stellen. Und es gibt ein Beispiel dafür, wie kreativ er war. Und ich kann schlecht beurteilen, wie revolutionär sein Denken wirklich war. Aber mein Eindruck ist, dass er gegen die völlige Meinung aller anderen ging, die damals in China und Japan herrschte. Und zwar gab es damals, das scheint eine menschliche Eigenschaft zu sein, die Lehre von den drei Zeitaltern. Ja, es gab ein gutes Zeitalter, ein nicht ganz so gutes und ein schlechtes, degeneriertes. Und wir leben im Schlechten. Ja, es gab die erste Zeit, wo der Buddhismus praktiziert wurde. Die zweite Zeit, wo der Buddhismus nicht mehr so gut praktiziert wurde, das letzte Zeitalter, in dem wir leben, wo es ganz furchtbar ist, das degenerierte, schreckliche Zeitalter. Das scheint eine menschliche Eigenschaft zu sein. Viele Kulturen haben die Meinung. Das ist ganz normales Denken, das hatten die Griechen auch teilweise, dass früher ein tolles Zeitalter war und jetzt ist alles schrecklich und degeneriert. Vielleicht sogar die größte Variante von früher war alles besser. Und das war ein wirkliches Problem für japanische und chinesische Buddhisten. Ja, was machen wir jetzt? Wir sind zwar Buddhisten, wir streben Erleuchtung an, aber wir leben in einem Zeitalter, wo das nicht geht. Das Zeitalter ist degeneriert. Und verschiedene Buddhisten haben das Problem auf verschiedene Weise gelöst. Ich sprach vorhin schon von reinem Landbuddhismus, also Leute wie Honen und Shinran, über die es auch einen Vortrag geben wird in einigen Monaten. In Japan hat das Problem gelöst, wir selber können nicht mehr praktizieren, wir können nur dem Buddha vertrauen, dem Buddha Amitabha vertrauen. Da das Zeitalter so schlimm ist, können wir uns nicht mehr auf uns selbst vertrauen, sondern nur noch auf den Buddha. Den Buddha anrufen, ist alles, was man tun kann. Das war ihre Lösung des Problems von dem degenerierten Zeitalter. Nichiren, der kurz nach Dogen lebte, löste das Problem, indem er sagte, man kann nur noch das Weiße Lotus-Sutra verehren, einen buddhistischen Text, und nur noch den Titel des Sutras rezitieren. Nichiren-Buddhismus ist inzwischen eine der größten buddhistischen Bewegungen in Japan und außerhalb. Das sind die Leute, die halt den Namen als Hauptpraktik, das ist Myoho, Renge-Kyo oder so ähnlich. Das ist der Titel des Weißen Lotus-Sutras rezitieren. Einige Prominente sind dort auch mit. Also die haben das Problem so zu lösen versucht. Ja? Dogen ging jetzt anders ran. Er sagte, es gibt kein Problem. Es gibt kein degeneriertes Zeitalter. Man kann immer praktizieren. Und wie gesagt, mein Eindruck ist, dass es eine völlig revolutionäre Idee war. Weil alle gingen davon aus, unsere Zeit ist schrecklich und man kann nichts tun. Wir müssen irgendwelche anderen Lösungen finden. Er sagte einfach, nein, die Zeit ist nicht schlimmer als alle anderen auch. Er hat auch einen sehr interessanten und erfrischenden Umgang mit Zen. Ich habe schon angedeutet, dass er selber hat mal gesagt, er will nicht eine weitere Zen-Schule gründen. Ihm ist nur daran interessiert, dass Leute praktizieren. Und es gab damals anscheinend schon recht viele Zen-Geschichten und Zen-Klischees, wenn man so nennen kann.
Und er ist mit ihnen recht respektlos umgegangen. Er hat viele Zen-Klischees einfach auseinandergenommen, auf sehr kreative Weise. Er hat also Geschichten genommen und völlig anders gedeutet. Zum Beispiel das alte Thema von Praktik und Theorie. Ja? Also der Buddha hat Schriften gelehrt. Ja? Die haben wir heute. Zen wurde der Legende nach weitergegeben, nicht durch Schriften, sondern durch von so Geist zu Geist Übertragung. Zen beruht darauf, dass der Buddha bei einer Lehrrede irgendwann mal nur lächelnd eine Blume hochhielt und einer der Schüler, Kassapa, es verstanden hat. Das war der Beginn von Zen, außerhalb der Schriften. Zen spricht davon, dass außerhalb der Schriften funktioniert. Also wir haben eine Unterscheidung zwischen Theorie und Praktik. Dogen sagte, falsch, auch die Schriften sind Ausdruck des Buddha. Die Unterscheidung ist künstlich, die gibt es nicht wirklich. Also diese wunderschönen Klischees benutzt, die wir heute immer noch haben, ja, Theorie ist gut, ist böse, Praktik ist gut, ja. Und er gesagt, nein, stimmt alles nicht. Auch die sogenannte Theorie, die Schriften sind wertvoll und sind genauso Ausdruck des Buddhas wie seine Taten. Was es damals auch gab, ist die, was wir alle kennen, die sich mit Zen beschäftigen, die Tatsache, dass viele Zen-Lehrer sich eigenartig benehmen. Ja, also wenn irgendwie einer seine Sandale auf den Kopf setzte und damit rausging, damit seine Erleuchtung bewies und solche Taten. Und es scheint dann sozusagen fast eine Art Mode geworden zu sein, sich eigenartig zu benehmen in China. Ja. Dass die Leute sagten, dass es also Mönche gab, sogenannte Zen-Lehrer gab, die sagten, ja, Erleuchtung ist eine Sache von direkter Erfahrung, wir müssen den Leuten nur starke direkte Erfahrung geben, dann wurden sie geschlagen oder wird dann komisch benommen. Dogen hielt das für kahlköpfige Schurken. Und er hat auch gesagt, wenn die Mönche Fragen haben, muss man die ihnen beantworten. Ja, also ganz klar gesagt, wenn Leute haben Fragen, dann muss man nicht seltsam sein, ja, und irgendwie Unfug anstellen, ja, sondern muss man die ganz einfach klar beantworten. Es ist vielleicht das passiert im Zen, was menschliche Tendenz ist. Die Tendenz, die Menschen haben, die irgendwas praktizieren, es wird zu einem Dogma. Er wird festgelegt. Und dann kommen Revolutionäre und verändern das dann. Und scheinen revolutionär. Dann werden die Revolutionäre wieder konservativ und das revolutionäre Benehmen wird dogmatisch. Dann wird es sozusagen zum Dogma, sich komisch zu benehmen. Seine Schüler zu prügeln oder sowas. Oder die Finger abzuschneiden, ihre Schüler, was die Mönche alles gemacht haben. Also es scheint, dass diese kreativen Sachen alle irgendwann einfach eine Angewohnheit wurden. Und sich komisch benehmen ist leicht, ja. Wenn man dann das richtige Aussehen hat und richtige Charisma, kann man sie so zum Zen-Lehrer machen. Also Dogen ist auch mit diesen Zen-Geschichten sehr kreativ umgegangen. Es ist wirklich eine Freude, die zu lesen, wie die wirklich völlig umdreht. Und was völlig Neues dabei rauskommt. Das ist aber das Problem, was ich fand, ihn zu lesen. Er macht dauernd Anspielungen auf Sachen, die alle in seiner Zeit kannten. Und man selber sitzt dann da und denkt, was kann man damit anfangen? Also Dogen war ein sehr kreativer Denker. Gleichzeitig ist in seinen Schriften auch vieles extrem praktisch. Das ist so praktisch, dass man heute schon denkt, warum muss man sich damit beschäftigen? Ja. Also im Shobogenzo, dieser Sammlung von Essays, sind Sachen, die mit der höchsten Weisheit zu tun haben. Ja. Mit der Natur von Zeit. Es gibt einen wunderbaren Aufsatz von ihm über Zeit, was Zeit ist. Ja. Wo das Problem von Geburt und Tod ist. Und wir denken sozusagen, es gibt Geburt und später Tod. Und Geburt ist der Anfang vom Tod. Nein, Geburt ist Geburt und Tod ist Tod. Verschiedene Dinge. Ja. Weil der Frühling ist ja auch nicht der Anfang des Herbstes. Und Frühling ist Frühling, Herbst ist Herbst. Andererseits findet man Sachen, die einfach das Leben in den Klöstern regeln. Er hat auch viele Regeln für seine Klöster aufgestellt. Die Regeln für den, das ist ein berühmter Text geworden, ist im Deutschen übersetzt als Buch rausgekommen, die Regeln für den Zen-Koch, den Klosterkoch. Ich meine, manche Sachen sind ganz praktisch. Man steht nicht so, wie man kochen sollte, überhaupt nicht. Ja? Das ist einfach nur, was der Koch alles machen sollte, wem er wann Bescheid sagen muss, mit wem er zusammenarbeiten muss, ja? Dass er mit dem Verwalter zusammenarbeiten muss, um die Einkäufe zu machen. Sehr praktische Dinge, Dogen aufgeschrieben. Oder Dinge, wie man sich auf der Toilette und im Bad zu benehmen hat. Dass man sich verbeugt, wenn man die anderen trifft, auch wenn man eine Hand nicht frei hat. Das muss man mit der anderen Hand machen. Dass man beim Waschen nicht vor sich hinsummen soll. Solche Regeln einfach. Dass man seine Robe an den Haken mit dem eigenen Namen hängen soll, wenn man sich verwechselt und solche Sachen. Also manche der Schriften sind extrem banal. Das ist eine eigenartige Mischung seiner Schriften. Sein wichtigstes Werk, was ich noch ein paar Zitate jetzt geben möchte, ist der Shobogenzo Sui Monkey. Das ist das Wichtigste, weil es das Zugänglichste ist. Das ist dieser Text, den gibt es auch auf Deutsch. Ja? Der ist geschrieben von seinem Hauptschüler, Eyo. Und das sind sehr kurze Sprüche von ihm. Das sind einfach eine Sammlung von Aussprüchen zu allen möglichen Themen.
die aber alle mit Praktik zu tun haben, ja, die wirklich zugänglich sind, mit denen man was anfangen kann. Also wenn jemand Dogen lesen möchte, ist das wahrscheinlich der beste Einstieg überhaupt. Ich werde ein paar Beispiele geben davon. Und das zeigt auch ein bisschen sein Verhältnis zur Literatur. Und vielleicht war er ein wenig widersprüchlich da selber, aber Menschen, die den Weg üben, sollten weder die Schriften der Lehrschule lesen, noch nicht-buddhistische Texte studieren. Wenn ihr studieren wollt, so lest die gesammelten Aussprüche der alten Zen-Meister. Legt für diese Zeit alle anderen Bücher beiseite. Die heutigen Zen-Mönche lesen gerne Literatur, weil sie Dichten und Dharma-Diskurse schreiben wollen. Das ist ein Fehler. Schreibe auf, was du in deinem Herzen denkst, auch wenn du nicht dichten kannst. Schreibe die Lehren der Dharma-Pforte auf. Sei dein Stil auch ungehobelt. Leute ohne Erleuchtungsgeist werden nichts lesen, was ungehobelt klingt. Solche Leute spielen nur mit Wörtern. Sie erfassen nicht die Wirklichkeit hinter diesen. Selbst wenn der Stil wunderschön und die Sätze ausgefeilt sind. Ich selber habe mich von Kindheit an mit Begeisterung dem Studium der Literatur gewidmet. Sogar heute noch zieht es mich dahin, die Schönheit der Worte nicht-buddhistischer Texte zu betrachten. Manchmal befasse ich mich sogar mit Monzen oder anderen Texten. Berühmter, ja, japanischer, chinesischer Text. Ich messe dem aber trotz alledem keine Bedeutung bei. Man sollte es völlig abschaffen. Also wahrscheinlich gab es damals auch schon diese Sache, dass die Mönche alle Zen-Gedichte schreiben wollten und das eine riesige Ablenkung für viele wurde anscheinend. Eine Eigenschaft oder eine Lehre von ihm, das scheint typisch japanisch zu sein, ist das Beschränken auf eine Praktik. Ja, also was das Japanische vom chinesischen Buddhismus unterscheidet, ist, dass die Chinesen haben in ihren Klöstern alles durcheinander praktiziert. Ja, das kann man heute noch sehen. Es gibt diese Klosterpagode in Hannover, was koreanischer Zen ist, aber die machen keine Koan-Praktik, die machen verschiedene Praktiken, aber sie sind Zen. Ja. Also das Chinesische ist eher so, alles wird zusammengetan. Im Japanischen wird getrennt. Ja. Also, Dogen lehrt nur sitzen, keine andere Praktik, alles andere ist überflüssig. Shinran lehrt nur Amitabha anrufen, alles ist überflüssig, man soll nur das eine machen. Nichiren lehrte nur das weiße Lotus-Sutra, alles andere ist Teufelszeug. Ja, diese Einstellung führt natürlich dazu, dass die verschiedenen Richtungen sich untereinander nicht gut verstanden und teilweise auch bekämpft haben. Aber das ist eine typische japanische Sache zu dem japanischen Buddhismus, beschränken auf eine Praktik, die man wirklich macht. Also eine Eigenschaft von Dogen ist dieses Kreative, dass er neue Gedanken hatte. Ein anderer Bereich ist, den er auch mehrmals betont, ist Entschlossenheit. Ja, also was er von den Mönchen erwartete, ist Entschlossenheit, mehr nicht. Und er war damit in voller Tradition mit seinem Lehrer, ja, der nur die besten Leute haben wollte bei sich. Also wer nicht so hart praktizieren wollte, musste gehen. Ich werde hier was vorlesen. Du tust recht, wenn du dich bei der Übung des Weges nicht auf Verstand oder Talent, Witz oder Klugheit verlässt. Es ist aber bedauerlich, wenn jemand aus mangelnder Erkenntnis über die wahre Übung des Weges anderen empfiehlt, wie blinde, taube oder dumme zu sein. Die Übung des Weges erfordert weder breites Wissen noch besondere Begabung. Schätzt euch also selbst niemals wegen mangelnder Geistesgaben gering. Die echte Wegübung muss einfach sein. Es hängt einzig und allein davon ab, ob die eigene Entschlossenheit wirklich reif ist oder nicht. Menschen, die sich wahrhaft entschließen und so ausdauernd üben, wie es ihre Fähigkeiten erlauben, schaffen es ohne eine einzige Ausnahme. Also es geht nur um Entschlossenheit. Das ist, was uns weiterbringt. Damit hängt zusammen, der Grund für diese Entschlossenheit, das ist auch völlig normal im Buddhismus und von Anfang an drin, ist, das Leben ist kurz und wir wissen nicht, wann wir sterben. Deswegen sollte man seine Zeit nutzen. Also hier ein weiteres Zitat. Die Zeit vergeht wie im Flug. Leben und Tod sind von grundlegender Bedeutung. Wollt ihr in eurer kurzen Lebensspanne etwas erforschen oder irgendeine Tätigkeit ausüben, so übt den Buddha oder Dharma. Da Literatur und Dichtung keinen Nutzen bringen, solltet ihr sie aufgeben. Selbst wenn ihr den Buddha-Dharma erforscht und den Buddha-Weg übt, forscht nicht ausgiebig. Es ist überhaupt nicht gut, viele Dinge gleichzeitig zu tun und die Ruhe des Geistes zu verlieren. Ja? Also wieder Entschlossenheit. Ich kann sagen, so einerseits haben wir dieses sehr kreative Denken. Ja? Und eine andere große Eigenschaft von ihm, was er immer betont hat, war entschlossen praktizieren. Ein paar andere Themen, die im Shobogenzo Sui Monki, im kürzeren Werk vorkommen, ist zum Beispiel, wie soll man mit Regeln umgehen? Ja, es gibt Mönchsregeln. Und es gibt so zwei extreme Ansichten. Entweder man muss die Regeln unter allen Umständen einhalten, oder man muss sie brechen. Ja, viele Zen-Lehrer haben halt die Regeln gebrochen.
Und er sagt, die Regeln führen nicht zur Erleuchtung. Man muss sie aber trotzdem einhalten, weil das halt der Lebensstil ist, den wir haben. Man soll sich nicht streiten. Es gibt ein sehr schöner kurzer Essay darüber, kurzer Spruch darüber, wie man mit Streit umgehen soll. Man soll einfach Streit vermeiden. Man soll nicht nachgeben, wenn jemand Unsinn redet, sagt er. Gebt nicht nach. Es hat aber auch keinen Sinn, mit Leuten zu argumentieren. Beendet einfach das Gespräch. Ja, also man soll nicht nachgeben, aber auch nicht in sinnlose Streitigkeiten verfallen mit Leuten. Das ist, was er sagt. Anderer Punkt, und das war ein Problem für viele Mönche anscheinend, ist, dass die Mönche konnten anscheinend lesen und schreiben und viele Laien nicht. Und es gab viele Anfragen von Laien, dass die Mönche ihnen helfen, Briefe zu schreiben, so Formulare auszufüllen bei sowas. Und da die Mönche natürlich jetzt Erleuchtung erlangen wollten und sich nicht mit weltlichen Dingen abgeben wollten, haben sie sich auch manchmal geweigert, ja, weil es unwichtig war. Und Dogen sagte, man sollte Leuten helfen. Ja, wenn ihr einer auf euch zukommt und sagt, ihr schreibt, könnt einen Brief für mich schreiben, soll man das machen. Dann wieder völlig buddhistische Tradition, sollten wir kennen, wenn wir Buddhismus ein bisschen kennen. Man sollte seine eigenen guten Taten verheimlichen und die schlechten Taten publik machen. Man soll sich nicht um Ansehen kümmern. Man soll tun, was richtig ist, ob Leute einen mögen oder nicht. Also um sehr viele urbuddhistische Sachen in diesem Shubhugenzo Zenmonkey und bei Dogen. Er hat sehr Mitgefühl betont und hat eben auch davon geschrieben, dass es in den Klöstern freundlich zugehen sollte. Ja, das war ein sehr wichtiger Punkt für ihn. Und ein Kommentator, der eine Geschichte des Zen-Buddhismus geschrieben hat, meint, anscheinend war es nötig, das zu sagen. Vielleicht ist das Ideal von Mitgefühl im Zen und im chinesischen Chan-Buddhismus vergessen worden. Ja, weil sie so viel Wert auf Weisheit und Einsicht gelegt haben, dass das Ideal von Mitgefühl einfach nicht mehr vorkam. Ja, und deswegen scheint es so gewesen zu sein, dass Dogen es für nötig erachtete, immer wieder darauf hinzuweisen, dass man noch nett zueinander sein sollte. Ja? Dass die Mönche freundlich zueinander sein sollten. Und dass sozusagen dieses Prügeln von Schülern, was viele Meister taten, sozusagen nur die Meister machen aus Mitgefühl. Und dass nicht jeder, der meint, er müsste jetzt ein Meisterspielen, jetzt grob sein zu den Schülern. Ich habe eben schon ein paar Beispiele dafür genannt, dass Dogen so urbuddhistisch ist. Ja, auf den Buddha zurückgehen. Und auf der einen Seite, oder habe ich gesagt, er ist ein sehr kreativer Denker, der neue Ideen hatte, aber gleichzeitig, oder vielleicht ist es dasselbe, ist er immer wieder zum Buddha zurückgegangen. Der letzte Text, den er schrieb, den man nach seinem Tod gefunden hat, also wahrscheinlich sein letzter Text, ist ein Aufsatz über Ursache und Wirkung. Wenn man so will, ich habe den Eindruck, ich habe so eine Ausgabe seiner Schriften gelesen, die so chronologisch geordnet sind, am Ende seines Lebens wurde er immer buddhistischer, ging immer mehr auf den Buddha zurück. Ja? Also immer mehr zu den Ursprüngen. Und in diesem Text beschreibt er ein Problem, was auch später im fernöstlichen Buddhismus und gerade im Zen zu Schwierigkeiten führte. Das Problem von Ursache und Wirkung, sprich Handeln hat Folgen. Ja? Also die Grundlage für Ethik in anderen Worten. Und Dogen sagte, wenn man das vergisst, dann hat man den gesamten Buddhismus falsch verstanden. Dann liegt man völlig daneben. Das scheint für uns natürlich selbstverständlich, aber da viele Buddhisten und gerade Zen-Buddhisten sich mit vollkommener Weisheit beschäftigen, also über alles hinausgehen, haben sie Ursache und Wirkung geleugnet. Wir haben gesagt, wer erleuchtet ist, braucht nicht mehr auf seine Ethik achten und solche Sachen. Ich meine, dadurch kamen halt diese eigenartigen Benehmen der Zen-Meister zustande. Und so wurden auch im Buddhismus Grausamkeiten gerechtfertigt. Ursache und Wirkung ist niedere Lehre. Wir lehren vollkommene Weisheit. Alles ist leer. Ja, es gibt keine Wesen. Also machen wir, was wir wollen. Können grausam sein. Diese Lehre hat Dogen völlig abgelehnt und hat gesagt, wir müssen zurück zum Buddha Ursache und Wirkung. Es gibt Taten, die Folgen haben. Ja, was wir machen, hat Wirkung. Vielleicht kann man sagen, Dogen ist einer der größten Kritiker von Zen gewesen. Dogen war mit Leib und Seele Mönch. Ja, das war auch etwas, was damals aufgeweicht wurde im Buddhismus in Japan. Da man ja ähnlich praktizieren konnte, braucht man auch nicht mehr Mönch werden, konnte Laie bleiben, wie Shinran gelehrt hat. Dogen sagte, wir brauchen Vollzeitler. Es muss Leute geben, die Vollzeit entschlossen praktizieren. Ja, zu sagen, dass man egal welchen Lebensstil man lebt, man kann den Buddha anrufen, das reicht, das ist falsch. Wir brauchen Vollzeitler. Ja, also zu seiner Zeit waren das Mönche. Und ich hatte den Eindruck, dass er sich unter Mönchen wohlfühlte einfach. Das ist einfach, er mochte die Leute. Ja, er verstand sich mit seinen Leuten sehr gut. Vielleicht ist das der Grund, warum er so erfolgreich war. Ja? Vielleicht war eine attraktive Persönlichkeit oder was. Also er hat sich sofort mit dem Abda angefreundet in einem ersten Kloster, Myosen. Er kam nach China, hat dann Myoho, Gojing kennengelernt. Die haben sich sofort angefreundet. Und er war sehr erfolgreich, viele Schüler gehabt.
Es gibt einen sehr schönen Text, der das sehr gut beschreibt. Den habe ich nur auf Englisch, also ich werde ihn quasi nacherzählen, und dann hat er eine Art Gedicht gesprochen oder Verse, die ich versucht habe ins Deutsche zu übersetzen. Und das ist einer seiner letzten Texte, das ist der offizielle Vortrag zu seiner Rückkehr ins Kloster Kenningji. Ich habe gesagt, er ist so gegen Ende seines Lebens herumgereist, hat verschiedene Laienschüler besucht und kam zurück. Und er hat eine offizielle Rede gehalten. Und in dieser Rede, es scheint zu sein, als brabbelt er irgendwie daher. Den Eindruck hat man, er weiß nicht genau, was er sagen soll. Er spricht, habe ich dies getan, habe darüber geredet. Und irgendwann kommt eine Stelle, heißt es, dann schwieg er für eine Weile. Und er sagt, was rede ich überhaupt daher? Ja, was mache ich überhaupt? Und dann sagt er nur noch am Ende, ich war mehr als 6 Monate weg. Ein einsamer Mond im leeren Raum. Heute bin ich zurückgekehrt. Die Wolken scheinen sich zu freuen. Ich liebe diesen Berg mehr als zuvor. Das war so alles, was er sagen konnte, nachdem er so sein Kloster für eine Weile verlassen hat. Ja, das sind die wichtigsten Sachen über Dogen. Da er über verschiedene Themen gesprochen hat, habe ich so ein paar Themen angesprochen. Ja. Und wie gesagt, wenn sich jemand mit Dogen beschäftigen möchte, ist das Beste der Shobogenzo Sui Monkey, den es dort auf Deutsch gibt. Die deutschen Übersetzungen vom Shobogenzo, das ist dieses sehr große, teure, dreibändige Werk, von dem erst 2 Bände draußen sind. Ich muss sagen, ich finde die deutschen Übersetzungen auch etwas zu religiös. Ja, so ein bisschen was, ein bisschen runter, schwermütig. Ich muss sagen, wenn man Englisch kann, sollte man die englischen Übersetzungen von ihm lesen, die in Japan geschrieben hat. Die sind wesentlich lebendiger und ansprechender. Ja, gut, danke.